Ich melde mich von der Festung Europa. Mal sehen, wie weit wir an den EU-Gipfel-Außengrenzen kommen, ob wir an den Anlandeplattformen verweilen müssen oder bis ins innerste Innere vordringen können. Mr. Orban, how do you like it in the West? How do you like it in the West? Hungary is part of the West. I'm living there. Yeah. I like it. Während es sich die Staats- und Regierungschefs im Inneren des EU-Gipfels gut gehen lassen, werden an seinen Außengrenzen die Journalisten in der Anlandeplattform erst versorgt. Ich will dennoch versuchen, überzusetzen, um ins Innere des Gipfels vorzudringen. Zu gerne möchte ich mit aufs Familienbild. Darf man da eine? Nein. Okay. Okay. Grüß Gott. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass wir da hineinkommen? Nein, geht leider nicht. Sind Sie vom Außengrenzschutz? Nein. Von Frontex? Nein. Sehr härter als an der Schengen-Außengrenze da. Entschuldigung, dürfen wir da mit hinein? Hä? Gibt es keine Möglichkeit? Vorsicht, Herr Polizist. Gibt es jetzt vielleicht doch eine Möglichkeit? Nein, leider. Sind Sie sich ganz sicher, dass wir vielleicht einen Schlepper organisieren? Nicht. Aber für mich wäre es extrem wichtig, dass ich die Außengrenze überwinden kann. Ha? Nein, geht nicht. Nein, geht leider nicht. Ich bin von Reporter ohne Grenzen, komme ich da rein? Okay. Einen wunderschönen guten Tag. Ich komme von der BBC. Theresa May hat gesagt, ich soll ein Interview machen mit dir. Darf ich bitte hinein? Ja, danke. Gucken wir da durch? Nein. Nein, keine Chance? Platzsperre. Hier wird an der Festung Europa gebaut. So, sozusagen. Ich bin ein unbegleiteter Minderjähriger. Bonjour, ich bin vom französischen Staatsfernsehen. Emmanuel Macron möchte ein Interview mit mir machen. Muss schon ein bisschen, hinein, bitte sehr. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Emmanuel Macron. Hm? Ja. Na, danke. Jetzt habe ich einen Tipp bekommen für einen Schlepper, der mich wirklich bis ins innerste Innere des EU-Gipfels bringen wird. Billig wird's nicht. Dieses exklusive Abzeichen ist ausnahmslos den Staats- und Regierungschefs der EU-28 am Gipfel vorbehalten. Mit diesem Abzeichen sollte es auch mir möglich sein, bis ins innerste Innere des Gipfels vorzudringen. Ich habe die Außengrenzen durchbrochen. Warte jetzt auf meine Kolleginnen und Kollegen Regierungschefs, um zum Familienfoto zu gehen.